Es gab etwas zu feiern im kleinsten Tierpark Sachsen-Anhalts, dem Tierpark Wittenberg. Gut 15 Monate gab es hier eine Attraktion weniger zu bestaunen. Das Aquarium war seit dem 1. Januar 2011 für Besucher gesperrt, denn es wurde umgebaut. Nun ist es endlich wieder für alle Besucher geöffnet und präsentiert sich mit einem neuen Aufbau. Der Aufbau geht los mit der Oberelbe, mit zwei Becken Mittelelbe, weil das der größte Teil der Elbe an sich ist. Die Unterelbe, die dann mündet in Cuxhaven, dann in die Nordsee und erstmals im Tierpark Wittenberg ein reines Salzwasseraquarium mit verschiedenen Nordseefischen. Und ich denke mal, das ist vom Aufbau her exakt so, wie wir uns das vorgestellt haben, ist uns das gelungen. Und in zwei Terrarien haben wir auch noch Amphibienvertreter, nämlich den Laubfrosch und die Rotbauchunke, die also typische Vertreter der Elbregion, der Elbauen sind als Amphibien. Umgeben sind die fünf Becken mit einem Fassungsvermögen von bis zu 2000 Litern von Malereien der Wittenberger Künstlerin Daniela Rezatki, der Dank zur Eröffnung galt aber vor allem den Sponsoren, mit deren Hilfe der gut 60.000 Euro teure Umbau gestemmt werden konnte. Neben Lotto Toto haben viele andere den Tierpark unterstützt. Wir hatten das ganz große Glück, mehrere Sponsoren gewinnen zu können, mit einer Gesamteinlage von über 20.000 oder ungefähr 20.000 Euro. Wir haben natürlich die Stadt, die uns dabei auch unterstützt mit finanziellen Mitteln, soweit es ihr möglich ist, hat sie auch wieder gemacht. Auch da schönen Dank hin. Ja, und dann natürlich all den Kleinspendern, in Anführungsstrichen, die uns hier, egal mit wie viel Geld, dabei unterstützt haben und ganz, ganz, ganz viel Eigenleistung. Eigenleistung, die weit über das Normale hinausgeht. Auch in Zukunft will man den Besuchern immer etwas Neues bieten. Und so war schon zur Eröffnung des Aquariums das nächste Projekt im Gespräch. Die Errichtung eines Klippschliefergeheges. Klippschliefer deshalb, weil Martin Luther in seiner Bibelübersetzung dieses Tier verwechselt hat. Er hat aus diesem im Hebräischen Schapan sich der Versteckende genannten Tier, mit dem konnte er wohl nichts anfangen, also hat er das Kaninchen daraus gemacht. Und der Aufhänger an der ganzen Geschichte ist eben, in der Lutherstadt Wittenberg ein Tier zu präsentieren, was direkt mit Martin Luther in Verbindung gebracht werden kann. Bis dahin wird das neue Aquarium hoffentlich zahlreiche Besucher in den Tierpark Wittenberg locken und dafür sorgen, dass Groß und Klein nicht nur Delfine und Haie kennen, sondern auch eine Forelle von einem Karpfen unterscheiden können.